So. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, wir haben eine angenehme Fahrt gehabt, ohne Stau und Eis. Das Wetter ist wechselhaft, aber die Jahreszeit kann man froh sein, wenn man ein bisschen Sonne hat. Der Prospektentwurf entsteht hier. Ich habe ihn hier mal so einen Prospektentwurf auf dem Computer rausgeholt. Wir zeichnen ungefähr seit 3 Jahren, zeichnen wir also auf AutoCAD. Hier wird ein Windband geformt. Ja. Es bricht sich hier an dieser Oberkante. Dadurch entsteht praktisch ein permanenter Überdruck, Über- und Unterdruck und eine entstehende Welle in diesem Körper, den wir dann als Ton hören. Die andere Pfeifenart funktioniert wie beim Harmonium, Mundharmonika, mit einer schwingenden Zunge. Und dann wird das alles noch zusammengebaut und dann muss es auch noch exakt passen. Weil nur wenn es also wirklich akkurat gebaut ist, kommen auch sehr gute Töne raus. Wir haben jetzt zum Beispiel die Disposition, die einzelnen Register für eine Orgel, für eure in Saar Münster. Und dann heißt ein Register Prinzipal 8 Fuß. Das ist das Hauptregister im Hauptwerk. Und dieses Prinzipal 8 Fuß hat bei euch eine bestimmte Weite, hat eine bestimmte Labiumbreite. Und diese beiden Dinge beeinflussen Lautstärke, Klangcharakter. Und hier befinden sich dann diese Windladen in diesen Ebenen. Man sieht das also hier ganz deutlich. Wer also dann nachher näher rankommt, das ist eine Windlade. Da stehen auch schon Pfeifen drauf. Das ist eine Windlade. Das ist eine. Ja? Hier ist eine Windlade. Dafür wird dann also dieses Echowerk, und das dann also hier nach außen diese Schwelltüren hat. Und oben geht es dann weiter. Liegen auch schon die Wellenblätter. Hier ist natürlich auseinandernehmbar, damit man dann also in den LKW rein kann und transportieren kann. Das muss jetzt erst noch alles technisch eingearbeitet werden. Ein großen Kranz, der dann so ausgeschweift ist, weiter. Ne? Der wird direkt da draußen. Das hier steht direkt auf der Spur. Und das steht auf der drin im Spur. Und hier werden dann pneumatische Spielhilfen eingebaut. Das ist so ein Teil einer pneumatischen Spielhilfe, die also dann von 2 oder 3 Ventilen die Ventile mit runterdrückt, sodass wir also die Mechanik für ein Ventil haben und alles, was ich zusätzlich an Wind brauche, geht dann über diese Pneumatik. Jetzt wird also das flüssige Zinn bei einer bestimmten Temperatur, das ist sehr wichtig, reingegossen und 2 Leute schieben dann diesen Schlitten, wie wir nennen, den Holzkasten, den Tisch lang und hinten aus diesem Schlitz kommt das flüssige Material. Und dadurch entstehen dann Platten, die ca. 3-4 mm Stärke haben. Diese Platten werden dann auf diese Walze gespannt und werden dann abgehoben. Mit einem Zirkel kann er die Umfänge jeder Pfeife abnehmen und trägt das auf das Blech auf. Die Pfeifen werden ja als Rohrflöte oder als gedeckt, kriegen sie einen Deckel und dieser wird zugelötet, damit es wirklich hier oben dicht ist. Und gestimmt wird dann an diesen Werten, indem man sie aufbiegt oder zumacht. Alles uns. Alles euch. Alles uns, gut. Aber bitte da lassen. Ja, wir haben jetzt einen großen Bus mitgenommen. Wir dachten, wir können schon was vortransportieren. Mhm. Ja, können wir schon mitnehmen vielleicht. Geht noch nicht. Das ist die Traversflöte. Wir haben noch das im Bus. Wir haben noch was im Bus. Können wir schon was mitnehmen. Thank you.
Nee, eins im Monat ist besser. Das ist der Windmotor, da unten, da wird der Wind reingeblasen. Hier ist die Platte für die Orgelpfeifen. Das sind dann die Windladen da drunter. Da wird dann die Luft reingedrückt, damit die dann über die Orgelpfeifen wieder ausdrücken kann und den Ton erzeugt. Ja, nee, 7 Wochen habt ihr Zeit. 7 Wochen, ja, dann müssen wir fertig sein. 7 Wochen habe ich Zeit, damit ich weiß, um alles fertig zu machen. Wir dürfen uns bloß nicht hier alles voll machen. Ja, ja, sonst können Sie nicht arbeiten. Das ist ganz klar. Wenn es irgendwie nicht klingen sollte oder wenn es irgendwas hapern sollte. Die klingt, also da haben wir keine Befürchtung.